Schmerzen jeden Tag und nie mehr Skifahren, das ist für die Lucia Gatte nicht in Frage gekommen. Ich bin die Carina von MindU und freue mich, dir in diesem Podcast inspirierende Menschen vorzustellen. Hallo, liebe Lucia. Ich freue mich mega, dass du da bist. Ja, danke, dass ich gekommen habe. Es ist wirklich jetzt ein Jahr her, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja, ich weiss noch, ich bin einmal in ein Coaching zu dir gekommen und das war für mich so nachhaltig gewesen. Also einmal und Peng hat es bei mir gerade mega viel ausgelöst. Und darum bist du für mich eine von den inspirierenden Personen, die ich mich jetzt freue, zum Gespräch führen. Das freut mich, dass das so nachhaltig war, das Coaching. Das hört man natürlich gerne auch, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Definitiv. Und was mir besonders geblieben ist, ist deine Präsenz, die du ausstrahlst. Und jetzt auch jetzt, wo ich mit dir am Tisch hocke, ich bin okay, wie ich bin. Das strahlst du mir gegenüber aus. Hast du das Feedback auch schon von anderen Leuten gehört, die mit dir einen Weg gehen dürfen? Also das Feedback, das ich noch öfters höre, ist, dass ich einfach eine Ruhe ausstrahle und Sicherheit gebe und eine Klarheit kann in den Leuten vermitteln. Und vielleicht ist gerade das, was die Präsenz schlussendlich ausmacht, indem ich versuche, möglichst klar zu sein in dem, was ich tue. Woher hast du das Gefühl, dass die Präsenz kommt bei dir? Ich glaube, ich hatte die nicht immer. Umso mehr ich mich mit meinem Inneren beschäftigt habe, umso mehr ist die Präsenz schlussendlich gekommen. Und die Sicherheit auch. Ich glaube, ich bin nicht immer so gewesen. Wie bist du vorher gewesen, wenn ich das so fragen darf? Wie würdest du dich beschreiben? Ich glaube, ich war eher als Mensch unnahbar gewesen. So, wie soll ich jetzt sagen, Schalen um mich herum. Niemand durfte an mich herkommen und hatte auch viel Angst, mich zu zeigen, so wie ich wirklich bin. Mhm. Und wann hat denn das angefangen zu kehren? Kannst du dich da an eine besondere Zeit oder Erfahrung oder einen Wendepunkt erinnern, wo die Schale angefangen hat, bröckeln vielleicht oder sprengen, je nachdem? Nach der Geburt von meinem dritten Kind habe ich gesundheitliche Probleme bekommen und habe dann einfach gemerkt, dass ich etwas anderes machen muss und habe mich quasi auf den Weg gemacht und habe dann so mit Mentaltraining angefangen. Yoga hat mich immer interessiert und dann habe ich mich dann entschieden, eine Kundalini-Yoga-Lehrerausbildung zu machen. Und das hat eigentlich dort nachher angefangen, so der Wandel, ja, sich zu akzeptieren, so wie man ist, nicht mehr Angst zu haben, nicht wollen perfekt sein, sondern sich einfach annehmen, so wie man ist. Du bist ja Mutter mit drei Kindern, mit Mann und mit selbstständigem Geschäft und verschiedenen Lebensbühnen. Kann man denn immer perfekt sein? Nein, das ist gar nicht möglich. Als Mutter sowieso nicht. Und man hängt sicher den vielen oder auch auf. Oder vielleicht haben wir auch das Gefühl, die Kinder müssen auch noch perfekt sein. Und irgendwann merkt man, man kann gar nicht alles so steuern. Und es ist eigentlich viel wichtiger, dass man schaut, dass es einem selber gut geht. Dann geht es nachher auch im Umfeld um einen herum gut. Sehr wichtig. Und was du auch gerade angesprochen hast, du als Frau musst nicht perfekt sein, ihr als Familie, ihr als Ehepaar nicht. Also so geht es immer weiter. Als Firma muss man nicht perfekt sein und. Genau, weil wenn wir ja, also aus unseren Fehlern lernen wir ja am meisten. Und wenn man nicht würde Fehler machen oder würde scheitern, würde man auch nicht aufstehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach immer wieder aufsteht und Lösungen findet und den Weg weitergeht. Jetzt klingt das so einfach, so okay, man muss merken, man muss nicht perfekt sein. Ist das einfach gewesen für dich? Nein, einfach ist der falsche Weg. Ich hatte einfach ein Ziel vor meinen Augen. Weil der Impuls war ja, dass ich so Schmerzen hatte und ich wollte, dass die Schmerzen weggehen. Und ich konnte ja nicht mehr gut laufen, Skifahren schon gar nicht mehr. Und dann habe ich mir angefangen visualisieren, wie ich wieder Skifahren kann. Und nach 2 Jahren ist dann das gegangen. Und mir hat man aber eigentlich gesagt, ich werde das Leben lang Schmerzen an den Füßen haben. Die Schmerzen sind weg und nach 2 Jahren konnte ich wirklich wieder Skifahren. Es hat aber für mich geheissen, wirklich jeden Morgen aufstehen, mir 5-10 Minuten schenken und mir einfach
innerlich vorstellen, wie ich die Skipiste durchabflitze. Ja, mit meinen Kindern wieder kann sportliche Sachen unternehmen. Es hat ganz viel Disziplin gebraucht, aber manchmal braucht man einfach so ein einschneidendes Erlebnis, dass man die Disziplin aufbringen kann. Das klingt ganz krass. Also sicher einer der grossen Wendepunkte in deinem Leben, kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, ohne das Erlebnis wäre ich gar nie auf diesen Weg gegangen. Und ich habe dann auch gelernt, Schmerzen zu transformieren. Also der Mensch tut ja vielfach, wenn er den Schmerz hat, gegen sich verwenden und sich verurteilen. Und wenn man nachher diesen Schmerz anfängt zu transformieren in etwas Positives und es nicht mehr gegen sich verwenden, also man tut sich ja wie selber verletzen. Und wenn man das in etwas Positives investiert, in etwas, was man gerne macht, in etwas, was man liebt, dann kann man diesen Schmerz nachher als Kraft nehmen. Und ich habe heute manchmal noch Phasen, da habe ich wieder mal Rückenweh und Schmerz. Und dann, in dem Moment weiss ich aber, der Schmerz ist da, der will mich etwas lehren. Dann muss ich einfach schauen, dass ich ihn nicht gegen mich verwende, sondern für mich verwende. Und dann könnte ein Punkt sein wie Selbstfürsorge oder vielleicht auch so ein neues Projekt sein, das ich umsetze. Und der Schmerz treibt mich dann dazu an, dass ich es dann halt vielleicht in 2 Tagen mache, statt in einem halben Jahr. Wow, also eine Wahnsinnskraft aus dem Schmerz raus. Also ich kann mich erinnern, als ich meine erste Webseite selber erstellt habe, war eine Phase, da hatte ich wieder mal Rückenweh. Und dann habe ich einfach die Webseite erstellt für mein Coaching-Business. Und das ist zack, zack gegangen. Also innerhalb von einer Woche habe ich das auf die Beine gestellt und habe nachher können starten, anfangen, Leute zu begleiten. Und ich glaube, wenn ich den Schmerz nicht hatte, hätte ich es vor mich hergeschoben. Das kannst du eh nicht. Und einfach so Ausreden wären dann gekommen, dann wäre es nochmal wieder eine Weile gegangen. Wie würdest du es in deinen Worten beschreiben, so den Moment, wo du findest, jetzt mache ich das? Die Zeit läuft ja, wir werden nicht jünger, sondern nur älter. Und umso länger dass wir zuwarten, umso mehr Lebenszeit geht verloren, wenn man es nicht macht für das, was man wirklich gerne macht. Hast du dich in dieser Phase auch mit der Sterblichkeit von dir oder vielleicht auch vom Umfeld befasst, wo dann vielleicht auch das ausgelöst hat, das zu merken, die Zeit ist begrenzt auf dieser Welt? Also ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass ich mich mit der Sterblichkeit befasst habe. Aber vielleicht ist die Angst nicht mehr so gross vor der Sterblichkeit. Ich glaube, wenn man Mutter ist, ist Sterblichkeit so ein heikles Thema. Man will ja einfach für seine Kinder da sein, so lange wie möglich. Bei mir war es vielleicht mehr, ja, jetzt bist du über 40, gehst schon bald auf 50 zu und und irgendwie den letzten beruflichen Lebensabschnitt und wollte ich den verbringen irgendwo in einem Job, wo ich nicht glücklich bin? Oder schaue ich einfach, dass ich mich so weiterentwickeln kann, dass ich Sachen machen kann, die mich zufrieden und glücklich machen? Ist jetzt bei dir nicht um die Sterblichkeit gegangen, sondern um zu merken, jetzt kommt eine neue Phase oder jetzt kommt etwas Neues? Es ist wie so auch in einem Ruf vielleicht, jetzt muss etwas ändern oder jetzt kommt etwas. Es muss etwas kommen, weil so geht es nicht weiter. Oder es muss etwas kommen, das nicht mehr gleich ist wie davor. Vielleicht hat das aber auch mit dem Alter zwischen 40 und 50, wo man eigentlich extreme Energie hat, wenn man gesund ist und noch viel kann verwirklichen kann. Die Kinder werden grösser, man hat wieder mehr Freiräume. Und dann denkt man vielleicht auch, ja, was ist denn der Sinn des Lebens? Was kann ich auf dieser Welt bewirken? Und nicht einfach in seinem Hamsterrädchen drehen und dort drinnen bleiben, nur weil es bequem ist. Der Mensch ist ja sehr bequem und die Veränderung haben die meisten Menschen nicht gern. Ich habe aber für mich dann gemerkt, ich brauche Veränderung, ich brauche verschiedene Standbeine, verschiedene Sachen. Ja, und so sind ja die Menschen auch verschieden schlussendlich. Es gibt Mütter, die sind von Leib und Seele her gern Mutter und das erfüllt sie und dann gibt es Menschen, die brauchen andere Sachen dazu. Und so ist es ja gut, dass wir verschieden sind und jeder schlussendlich das machen kann, was ihn erfüllen. Ja, so wichtig, dass man sich selber immer besser kennenlernt. Ich glaube, ganz kennen tut man sich nie, ist jetzt meine Theorie. Es gibt immer wieder Seiten, die man vielleicht noch nicht so von sich kennt. Aber dass man vor allem auf sich schaut
was gehört zu mir, was brauche ich zum glücklich sein. Und das ist nie das Gleiche wie bei dem links oder rechts. Genau, und es ist vielleicht auch noch, oder wenn man das sagt, auf sich schauen, man hört viel noch, ja, Egoismus. Ich glaube aber, einen gesunden Egoismus braucht und auf sich schauen, was heisst denn das? Also, auf sich schauen kann heissen, lieb zu sein zu sich selber. Und das heisst ja nicht nur das machen, was ich jetzt gerne will. Man tut ja gleich Rücksicht nehmen auf die anderen. Aber sich halt hinterfragen, wieso ich etwas mache. Und es nicht nur machen, weil es die Gesellschaft so macht. Jeder hat noch andere Fähigkeiten und sich vielleicht gar nicht bewusst ist, dass er die überhaupt hat. Was sind deine Werte? Was sind deine Ressourcen? Wo kannst du kleine Justierungen machen, dass du nachher einen Schritt vorwärts kannst machen? Das kann man bei mir in einem Coaching herausfinden. Manchmal hilft auch schon nur, dass man ein bisschen mehr Klarheit bekommt im Leben. Wenn ich das vorher richtig verstanden habe, um nochmal zurückzugehen auf deine Lebensgeschichte oder einen Teil der ganzen Geschichte, der Schmerz, den du dort gehabt hast, wo dich aber angespornt hat, um jetzt schnell die Webseite auf den Boden zu bringen, wo dich auch angespornt hat, um dir das Ziel setzen, dass du wieder Skifahren willst, die Visualisierungen. Was ist nachher noch alles entstanden? So der Weg aus dem Schmerz raus ins Neue? Also ich habe mir auch dann wirklich eben die Yoga-Lehrer-Ausbildung in Angriff genommen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch Schmerzen hatte. Ich habe das dort zum Abend gemacht für mich selber und nicht, weil ich unterrichten wollte. Und habe dann aber nach einem Jahr schon angefangen zu unterrichten. Ich habe dort dann auch für mich gemerkt, du hockst jetzt einfach dort vorne her, du bist nicht besonders beweglich, du hast nicht besonders Kraft, du bist einfach so, wie du bist. Und ich bin dann hergesessen. Die Leute sind gekommen. Ich musste niemandem etwas beweisen, schlussendlich. Ich war einfach dort, so wie ich bin, mit all meinen Stärken und Schwächen. Das ist auch das, was mir sehr gefällt, wenn ich zu dir ins Yoga komme. Es geht nicht um perfekte Stellungen oder super ausgesehen bei dem, was man macht, sondern einfach um sich spüren. Jeder ist mit sich beschäftigt. Und das alles auch wieder in dieser Ruhe und Präsenz, die du ausstrahlst. Ja, ich habe auch für mich gemerkt, oder, die Ruhe und Präsenz ist etwas, was den Menschen fehlt. Es fehlt mir auch. Ich bin eigentlich gar nicht ein ruhiger, präsenter Mensch, wenn man mich privat erlebt. Eher gerade das Gegenteil. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mehr Zeit nimmt, um sich selber wieder zu spüren. Nicht mehr, dass man sich die Zeit nimmt. Oder neben Fitness, neben Joggen, neben Job, sich auch noch tut, Zeit einräumen für Präsenz sein und um sich selber zu spüren. Alles Hand in Hand schlussendlich. Und auf dem Weg gibt es da Personen, eine oder mehrere, die dich besonders inspiriert haben? Auf dem Weg hätte ich mich nicht gemacht, wenn mein Mann nicht gewesen wäre. Er hat mich so ein bisschen dazu gebracht. Er hält mir auch heute noch immer den Spiegel vor, was nicht immer nur angenehm ist. Da bin ich ganz am Anfang bin ich noch bei einem Heiler, bei einem alten Mann, beim Kübimeile. Er hat mich ganz einfache Sachen gelernt. Während meiner Yoga-Ausbildung habe ich nachher komplizierte Techniken gelernt. In weiteren Seminaren auch bin ich auf den Weg gegangen und habe Techniken gelernt. Und nach diesen Ausbildungen habe ich gedacht, eigentlich hat das der Kübi mir dazu mal alles gesagt. Wieso suchen wir das Komplizierte, wenn es ganz einfach ist? Wichtige, grosse Erkenntnis. Ja, weil es braucht gar nicht so spezielle Techniken, sondern eigentlich lange, wenn jeder Mensch anfängt, jeden Morgen 3 Minuten herzusitzen, ins Herz hineinzuatmen und zu spüren, was der Tag ihm heute bringen will. Kundalini-Yoga, geht das auch in die Richtung? Das Kundalini-Yoga ist eigentlich das Yoga von der Energie. Und wenn man das intensiv anfängt zu machen, spürt man so, wie man die Energie schifft über körperliche Übungen. Und es ist ja eigentlich auch ein Yoga nachher für Bewusstseinserweiterung. Also wenn ich die Energie nachher den Rücken drauf fließt, kann man das Bewusstsein erweitern. Da muss man sehr geübt sein.
Ich unterrichte es einfach langsamer, aber das könnte man auch ganz recht heftig unterrichten, dass man halt nachher spürt, wie die Energie durch den Körper fließt. Ich glaube aber, die meisten Menschen merken es ja auch mit sanften Bewegungen schon, dass etwas passiert im Körper. Da muss man gar nicht gross pushen, dass etwas geht. Viele Menschen, habe ich das Gefühl, werden auch überfordert oder sind gar nicht fähig, weil der Körper zum Teil so steif ist und sie nichts mehr gemacht haben, dass sie im Moment gar nicht fähig werden, intensive Bewegungen zu machen. Es tut sich ja alles im Körper ablagern, auch die Emotionen. Und wenn man einen steifen Körper hat, tut man das mit einem starren Geist in Zusammenhang bringen. Und umso fitter und agiler du bist, umso agiler bist du eigentlich schlussendlich auch im Kopf. Was gibt es noch von dir zu wissen? Das Programm wird sich immer wieder ein bisschen anpassen, wird sich verändern, je nachdem, was ich gerade das Gefühl habe, ist Stimmung für mich zum Anbieten. Ich gebe auch Frauenkreise und auch immer wieder Workshops im Bereich Stressmanagement, zyklisch leben, Berufung finden. Und mit Feuer hast du, glaube ich, auch mal etwas gemacht? Mein Mann und ich haben schon mal einen Feuerlauf durchgeführt. Das ist sicher auch wieder ein Molden auf dem Programm. Es ist auch ein bisschen abhängig eben Familie, Kind. Wenn wir so etwas machen wollen, brauchen wir mehr Zeit. Das wird sicher in Zukunft, über die nächsten 5 Jahre ausgedacht, werden sicher noch weitere Sachen kommen. Über die nächsten 5 Jahre, da kommt mir gerade wieder das, was du vorher gesagt hast, das Visualisieren. Visualisieren, was alles möglich sein wird. Also wie die Geschichte vorher ist, zum Gehen, zum wieder können in die Gesundheit finden. Und jetzt, in was visualisierst du jetzt? Jetzt visualisiere ich so, also einfach, wie ich mein eigenes Business, wie ich dem mehr Schub geben kann, wie ich kann wachsen kann. Das Ziel ist eigentlich, irgendwann von dem können zu leben. Dann habe ich ganz viele kleine Ziele eigentlich im Moment. Ich bin ein Mensch, der eher Schritt für Schritt geht. Und wenn er wieder etwas erreicht hat, dann tut er wieder die nächsten Ziele visualisieren. Also es gibt ja auch da verschiedene Typen. Ich bin der Mensch, der mit der Erfahrung schlussendlich wachsen und sich immer mehr zutrauen. Welche Message hast du zum Schluss für alle, die hier jetzt zuhören? Schenk dir einfach jeden Tag Zeit und lass auf dein Herz, was dir sagen will. Weil dein Herz weiss dann schon, wo dein Weg durchgehen soll. Und lass dich von dem Aussen nicht so fest beirren, sondern gang mehr ins Innen. Sehr schön, sehr schön. Der Weg ins Innen, um dort die Antworten zu finden. Genau. Super. Danke dir viel mal für deine Geschichte und für deine Präsenz, Lucia. Und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich vorbeikommen durfte, Carina. Die Lucia hat gut beschrieben, wie wichtig es ist, sich selber zu akzeptieren, wie man ist, und wertschätzend mit sich selber umzugehen. Die innere Stimme weist uns den Weg, und darum dürfen wir uns immer wieder selber Zeit von Ruhe schenken, um die Stimme auch zu hören. Möchtest du auch einen neuen Weg gehen? Wir von Mindy unterstützen dich gerne mit einem vielseitigen Angebot. Wir freuen uns auf deine Nachricht.